18. Juni 1815. Auf strömenden Regen folgt ein Sturm ganz anderer Art. Waterloo. Hier setzen sich Heerscharen in Bewegung, um Weltgeschichte zu schreiben. An ihrer Spitze Napoleon Bonaparte. Er hat mit seinem Expansionsdrang über Jahre ganz Europa in Atem gehalten. Jetzt will es der Kaiser der Franzosen noch einmal wissen. Einer von Napoleons erbitterten Gegnern ist der Herzog von Wellington. Unter seiner Führung zieht eine Armee von britischen und niederländischen Verbündeten in die Schlacht. Hier bei Waterloo kommt es zum blutigen Aufeinanderprall von Napoleons Truppen mit der Allianz europäischer Großmächte. Rund 150.000 Soldaten stehen sich im Kampf gegenüber. Diese Schlacht wird über das Schicksal von ganz Europa entscheiden und auch über das Schicksal von Napoleon. 4 Stunden tobt bereits die Schlacht bei Waterloo. Auf der einen Seite Briten und Niederländer, ihnen gegenüber die Franzosen und ihr Kaiser Napoleon. Napoleon war einer der erfolgreichsten Heerführer aller Zeiten. Man kann ihn in eine Reihe mit Alexander oder Friedrich dem Großen stellen. Er hat in 15 Jahren praktisch nie eine Schlacht verloren. Selbst als seine Armee sich auf dem strategischen Rückzug befand, 1812 bis 14, hat er häufig seine Gegner taktisch immer noch geschlagen. Die gegnerische Armee wird angeführt von Herzog von Wellington. In einer Armee wie der britischen, in der viele Generale eigentlich Amateure waren, war Wellington einer der wenigen erfahrenen Generale. Und eines weiß Wellington schon jetzt. Napoleon wird alles auf eine Karte setzen. Um 16 Uhr beginnt einer der größten Kavallerieangriffe, die es je gegeben hat. Rund 5000 französische Reiter stürmen scheinbar unaufhaltsam auf die britischen Linien zu. Die Briten verschanzen sich in ihren Karrees. In einem Karree werden die Soldaten so aufgestellt, dass sie nach allen 4 Seiten ihre Waffen richten können. Damit können sie Kavallerieangriffe aus jeder Richtung abwehren. Die Gewehre nach außen gerichtet, mit Bajonetten bepflanzt. Das Ganze sah aus wie ein viereckiger Igel. Unaufhaltsam werden die Karrees attackiert. Sie halten kaum stand. Wellington suchte einen Ausweg. Er wusste, dass seine Armee beinahe am Ende war. Das Schlachtfeld verwandelt sich in eine verbitterte Kampfzone. Um keinen Preis will die alliierte Armee Napoleons Männern das Feld überlassen. Zu viel steht auf dem Spiel. Zehn Jahre zuvor. Seit dem Jahr 1805 führt Napoleon in Europa Krieg. Er gewinnt Schlacht um Schlacht, dringt immer weiter vor, bis er fast ganz Europa beherrscht. Erst in Russland wird er gestoppt. Zwar kann er die Russen vor Moskau schlagen, doch der russische Winter rafft seine Truppen dahin. 1814 nehmen alliierte Truppen Napoleon gefangen. Sie setzen König Ludwig den 18. wieder ein. Napoleon dagegen wird auf die Insel Elba verbannt. Er scheint am Ende. Doch schon ein Jahr später gelingt Napoleon die Flucht. Paris entsendet den Marschall Michel Ney. Er soll Napoleon endgültig das Handwerk legen. Er ist es! Es ist der Kaiser! Napoleon ist zu diesem Zeitpunkt fest entschlossen, die Macht zurückzuerobern. Soldaten! Legt an! Nee, mein Freund. Würdest du auf mich schießen? Napoleon Bonaparte! Auf Befehl des Königs Ludwig des 18. verfüge ich... Soldaten des Kaiserreichs, wenn ihr euren Kaiser erschießen wollt, dann tut es jetzt. Soldaten, legt an! Ich werde nicht aufgeben, bis ich den Kontinent zurückerobert habe, der unser rechtmäßiges Eigentum ist.
Soldaten! Folgt eurem Kaiser! Es lebe der Kaiser! Napoleon hatte Charisma. Napoleon war bei seinen Soldaten, vor allem den Soldaten der Garde, sehr beliebt. Insofern warteten sie schon fast auf ihn. Hinzu kam allerdings die Tatsache, dass das Regime von Ludwig dem 18. in Frankreich bereits wieder abgewirtschaftet hatte und äußerst unbeliebt war. Napoleon erschien als das, was er schon immer war, als Retter. Napoleon war ein großartiger Staatsmann, für den seine Soldaten bereit waren, mit seltener Hingabe in den Tod zu gehen. Die Alliierten befürchteten, dass eine erneute Herrschaft Napoleons zu weiteren 15, 20 Jahren blutigen Krieges führen würde. Deswegen war ihr oberstes Ziel, Napoleon wieder aus der Herrschaft über Frankreich zu vertreiben und wieder den König einzusetzen. Nach nur 3 Wochen hat Napoleon Paris erreicht, doch ihm bleibt wenig Zeit. Die europäischen Großmächte, Russland, Österreich, Preußen, aber vor allen Dingen auch Großbritannien, erklärten den Krieg, und zwar Napoleon persönlich, nicht etwa Frankreich, sodass dies ein Krieg gegen die Person von Napoleon werden würde. Während Napoleon die französische Armee wieder unter sein Kommando bringt, trifft in Brüssel der Engländer Arthur Wellesley ein. Der Herzog soll das Kommando über eine alliierte Armee übernehmen, die hastig aufgestellt worden ist. Das Ziel ist klar. Napoleon muss die Macht unter allen Umständen entrissen werden. Wellington scheint dafür der geeignete Mann. Wellington war ein zurückhaltender, distanzierter Charakter. Er war ganz sicher kein charismatischer Führer wie Napoleon. Wellington hatte keine hohe Meinung von seiner Armee. Sie war aus unerfahrenen Truppen zusammengesetzt. Viele von ihnen waren keine britischen, sondern deutsche, niederländische, belgische Truppen. Wir haben eine schwache Armee. Völlig mangelhaft ausgerüstet. Wellington hatte in der Schlacht sehr gute Nerven und war fähig, Situationen durchzuhalten, in denen andere Generale vielleicht die Nerven verloren hätten. Napoleon hat jedoch einen klaren Vorteil. Seine Truppen verehren ihn und folgen ihm bedingungslos. Napoleons Soldaten waren Berufssoldaten, die seit 15 Jahren unter ihm gekämpft hatten, die sich gar nichts anderes vorstellen konnten, als unter seinen Fahnen zum Siege zu eilen. Die beiden Befehlshaber unterscheiden sich nicht nur in ihrem Umgang mit ihren Truppen. Napoleon führte seine Schlachten in der Regel aus der taktischen Offensive, aus dem Angriff heraus. Wellington begann seine Schlachten in aller Regel in der taktischen Defensive, um danach zum Angriff überzugehen. Auch Preußen zählt zu den Verbündeten der Briten und zieht gegen Napoleon in den Krieg. Die preußische Armee steht unter dem Kommando von Feldmarschall Fürst Blücher von Wahlstatt. Blücher war zum Zeitpunkt der Schlacht von Waterloo 72 Jahre alt, ein alter Kavalleriegeneral, ein halber Analphabet, leicht verrückt, aber ein erfahrener Haudegen und sicher einer der besten militärischen Führer, die Preußen zu dieser Zeit hatte. Napoleon wendet sich persönlich an Generalfeldmarschall Blücher. Er will ihm ein Friedensangebot machen. Der Kaiser hat gute Gründe dafür, aber Blücher geht nicht darauf ein. Napoleon kam der Krieg 1815 sehr ungelegen. Er brauchte Zeit, um seine Herrschaft zu stabilisieren. Diese Zeit wollten ihm die Alliierten nicht geben. Deswegen erklärten sie ihm umgehend den Krieg. Die Anglo-Alliierten erklärten ihm den Krieg. Er wurde mit Krieg überzogen. Im Juni 1815 trommeln Wellington und Blücher ihre Truppen in Belgien zusammen. Wellington kommandiert eine Streitmacht aus Briten und Niederländern. Sie wartet an der belgischen Küste auf ihren Einsatz. Blücher steht mit 125.000 preußischen Soldaten im Osten vor Brüssel. Die beiden Armeen bereiten einen Zusammenschluss vor. In imposanter Stärke wollen sie gegen Paris marschieren. Napoleon ist in die Ecke gedrängt. Napoleon war eigentlich in einer ausweglosen Situation. Die in Belgien aufmarschierten britischen und preußischen Streitkräfte waren seiner eigenen Nordarmee numerisch weit überlegen. Er entscheidet sich, ihre Vereinigung nicht abzuwarten, sondern selbst in die Offensive zu gehen und eine der alliierten Armeen zu schlagen, bevor er sich gegen die andere wendet. Napoleon befand sich in einer äußerst bedrohlichen Situation. Die Großmächte Europas hatten sich an den Grenzen Frankreichs mit ihren Armeen versammelt und drohten nun den konzentrischen Angriff auf Paris. Napoleon muss umgehend reagieren. Um den Zusammenschluss von Blüchers und Wellingtons Truppen zu verhindern, schickt er eine Armee von 130.000 Mann schnell nach Norden. Sie soll Blücher stoppen. Napoleons einzige Chance bestand darin, die Gegner einzeln zu schlagen.
in der Hoffnung, dass vielleicht die anderen abgeschreckt werden würden durch Napoleons Siege, noch weiter in den Krieg einzugreifen. Napoleons Plan geht auf. Am 15. Juni gelingt es den Franzosen, eine preußische Einheit zu besiegen. Nur einen Tag später wird die preußische Armee bei Ligny regelrecht überrannt. Napoleon war ein raffinierter Taktiker, ein glänzender Stratege und vor allen Dingen, auch das wird häufig unterschätzt, ein sehr geschickter Politiker. Herr General, wir haben die Preußen besiegt. Sie sind auf dem Rückzug. Gut, perfekt. Jetzt werden wir uns um die Briten kümmern. Er will die Briten schlagen, bevor die geschwächte preußische Armee erneut zur Gefahr werden kann. Mit zwei Dritteln seiner Truppen marschiert er Richtung Belgien. Der Rest soll die Preußen in Schach halten. Napoleons Soldaten halten treu zu ihrem Kaiser. Seine Strategie ist eindeutig. Die Armee des Herzogs von Wellington muss vernichtet werden. Zahlenmäßig ist der Wellington-Haus hoch überlegen. Napoleon hat die besten Karten, seine Feinde ein für alle Mal zu erliegen. Siegessicher zieht er mit seinen Männern in den Kampf. Die Schlacht von Waterloo kann beginnen. Ihr Ausgang wird die Geschichte in Europa ein für alle Mal verändern. Napoleons Armee ist auf dem Vormarsch. Sie überschreitet die Grenze in Richtung Brüssel, greift die preußische Armee unter Führung von Feldmarschall Blücher an und zwingt sie zum Rückzug. Jetzt marschiert Napoleon geradewegs auf die Briten unter Herzog von Wellington zu. Wellington schlug seine Schlachten in der Regel aus der taktischen Defensive heraus. Das heißt, er verteidigte zunächst seine Stellung und ließ seinen Gegner den Angriff, dessen Kräfte erschöpfen. Erst dann ging er selbst zum Angriff über, um den Gegner vollständig vom Feld zu treiben. Die Schlacht soll auf einem Feld stattfinden, 5 Kilometer entfernt von Wellingtons Hauptquartier. Das Schlachtfeld von Waterloo, sie haben eine Straße, die von Süden nach Norden führt. Sie haben quer zu dieser Straße ein breites, flaches Tal. Im Norden ist eine Hügellinie, im Süden ist eine Hügellinie. Die britische Armee positionierte sich auf der nördlichen Hügellinie. Die französische Armee marschierte im Laufe des Vormittags von Süden auf dem südlichen Hügelkamm auf. Er hatte dadurch den Vorteil des freien Schussfeldes. Seine Artillerie konnte die Franzosen im Tal, wenn sie zum Angriff herankamen, mühelos bestreichen. Gleichzeitig konnte Wellington seine Truppen hinter dem Hügelkamm positionieren, wo sie von den Franzosen nicht gesehen werden konnten und von der französischen Artillerie nicht erreicht. Wellington hatte sich das Schlachtfeld bewusst selbst ausgewählt. Er hatte sich den Ort auf der Straße nach Brüssel ausgesucht, der seiner Meinung nach die besten defensiven Qualitäten hatte. Der Morgen des 18. Juni 1815. Wellington beobachtet nicht ohne Sorge das Geschehen. Das Gelände ist fast 6 Quadratkilometer groß. Er hat 30.000 Mann mehr als wir. Sie sind alle Veteranen. Er hat direkte Nachschubwege. Trotzdem rührt er sich nicht. Es ist fast 10 Uhr. Der Boden ist so aufgeweicht, dass die Artillerie bewegungsunfähig ist. Es hatte am 18. Juni bereits 2 Tage lang geregnet. Das bedeutet, die Infanterie hatte große Schwierigkeiten zu marschieren. Die Pferde der Kavallerie und die Artilleriezugpferde versanken teilweise bis zu den Knien im Schlamm. Die Geschütze konnten nicht fortbewegt werden. Für die Franzosen als Angreifer war Bewegungsfreiheit von entscheidender Bedeutung. Das aufgeweichte Schlachtfeld und die aufgeweichten Zufahrtswege behinderten sie aber. Dadurch entstand ein enormer Zeitverlust. Zeit war aber etwas, was Napoleon nicht besaß, denn es bestand ja immer die Gefahr, dass die Preußen wieder eingreifen würden in die Schlacht. Und genau darauf wartete Wellington. Und deswegen war der Matsch auf dem Schlachtfeld sehr zugunsten der Briten. Vielleicht sollten Sie Befehl zum Angriff geben. Ich werde den Befehl geben! Sobald die Zeit gekommen ist! Napoleon ertrug es nicht, umgeben zu sein von Männern, die ihm gewachsen waren. Und so umgab er sich mit Generälen und Marschällen, die seinen Ansprüchen letzten Endes nicht genügen konnten. Und dieses führte immer wieder zu Katastrophen. Napoleon war zweifellos nicht mehr auf dem Höhepunkt seiner Feldherrnlaufbahn. Er war sehr viel älter, als er etwa 1805 zum Zeitpunkt seiner größten Triumphe gewesen war. Er war krank, er war
lange Jahre extremen Stress ausgesetzt gewesen. Und er war in einer Situation, in der er wusste, es ging für ihn um alles oder nichts. Ausgerechnet jetzt macht ihm seine angegriffene Gesundheit schwer zu schaffen. Napoleon hat eine ganze Liste von Krankheiten. Er quält sich seit Jahren mit einem Magengeschwür, er leidet unter Hämorrhoiden und seine Harnwege sind entzündet. Denkbar schlechte Voraussetzungen für eine alles entscheidende Schlacht. Er war vermutlich geistig nicht so anwesend, wie man es von einem Heerführer in so einer Situation hätte erwarten müssen. Nach außen hin lässt sich Napoleon nichts anmerken. Aber der Kaiser der Franzosen, dem ein großer Ruf vorauseilt, ist am 18. Juni 1815 gesundheitlich bereits am Boden. Um eine Vorstellung zu bekommen, wie Napoleon sich auf dem Schlachtfeld von Waterloo gefühlt haben muss, sollte man sich einmal Folgendes vorstellen. Nehmen Sie eine ganze Packung Abführmittel ein. Reiten Sie dann 30 Kilometer auf dem Pferd, ohne die Nacht vorher geschlafen zu haben. Und jetzt verlangt noch jemand von Ihnen, Sie sollen eine Feldschlacht befehligen. In welchem Zustand wären Sie? Kurz vor Mittag erteilt Ney seinen Soldaten den Befehl, ein Landgut anzugreifen, in dem sich feindliche Truppen verschanzt haben. Die Attacke ist als Ablenkungsmanöver geplant. Sie soll Wellington veranlassen, von seinem Zentrum Truppen abzuziehen. Das Landgut gleicht einer Festung. Es ist eines von zwei Landgütern, die in Wellingtons Strategie eine Schlüsselposition einnehmen. Hougoumont und La Haye Sainte lagen an den beiden Seiten des Schlachtfeldes. Sie hatten praktisch die Funktion von Wellenbrechern. Besetzt durch britische Infanterie, die von dort aus auf angreifende französische Infanterie schießen konnte, verunmöglichten sie es den Franzosen, in einem Schwung sozusagen den Angriff den Berg hoch Richtung Waterloo zu führen. Die Franzosen müssen Hougoumont und La Haye Sainte einnehmen. Daran geht kein Weg vorbei. Wellington erwartete den Angriff der französischen Armee, der ja geradewegs auf seine Linien zukommen würde. Diese Welle der französischen Armee würde sich an diesen beiden Wellenbrechern sozusagen brechen und nicht mehr mit der gleichen Macht auf die britischen Linien zubranden, wie sie das sonst hätte tun können. Gegen 11.30 Uhr beginnt die größte Entscheidungsschlacht des 19. Jahrhunderts. Mehrere Infanterieregimenter marschieren auf das Landgut zu. 1.400 britische Soldaten halten sich hier verschanzt. Für König und Vaterland! Die Briten verteidigen sich nach Kräften. Es gelingt ihnen, die Einnahme des Gutshofes zu verhindern. Doch noch ist die Schlacht um Hougoumont nicht geschlagen. Gut gemacht, Männer! Die Verteidigung von Hougoumont ist nur ein Teilerfolg. Wellington ist sich dessen bewusst. Er benötigt dringend die Unterstützung der Preußen, wenn er Napoleon endgültig das Handwerk legen will. Können wir sicher sein, dass die Preußen kommen werden? So sicher, wie man sich im Kriege einer Sache sein kann. Gar nichts ist sicher. Wellington und Blücher standen in direkten Kontakt miteinander, schon vor der Schlacht, teilweise auch während der Schlacht, und zwar durch Botenreiter. Sie waren also in der Lage, sich abzusprechen. Das strategische Konzept, auf dessen Grundlage Wellington in dieser Schlacht agierte, war mit den Preußen abgestimmt. Wellington sollte so lange aushalten, bis die Preußen kommen konnten. In der Zwischenzeit lässt Napoleon fast 100 Kanonen in Position bringen. Seine Artillerie soll eine Bresche in die gegnerischen Stellungen schlagen. Das Schlachtfeld von Waterloo muss furchtbar ausgesehen haben. Tausende von Toten und Verwundeten, außerdem schreiende, röchelnde, im Todeskampf sich befindende Pferde, brennende Gehöfte. Eine Kampfzone, eine Kriegszone,
übelsten Ausmaßes. Angespannt wartet Napoleon auf Nachricht vom Schlachtfeld. Ihn beunruhigen vereinzelte Schüsse in der Nähe. Was waren das für Schüsse? Wer hat geschossen? Ein Scharmützel, Euer Exzellenz. Und wo? Auf unserer linken Seite. Das Chateau. Ich glaube, wir machen Fortschritte. Tja, das war der Beginn. Euer Exzellenz, wünschen Sie... Ja, machen Sie weiter, machen Sie weiter! Napoleon konnte sich in seiner Führerrolle eigentlich nicht leisten, als schwach, als unfähig dazustehen. Deswegen war er gezwungen, das ganze Ausmaß seiner Krankheit zu verheimlichen. Der Angriff durch die französische Artillerie ist massiv. Die Linie halten, Männer! Doch Wellington lässt nicht zurückfeuern. Die Linie halten, Männer! Einerseits ging es Wellington darum, Munition zu sparen. Die französische Artillerie war ohnehin überlegen. Es war also sinnlos, auf dieses Bombardement direkt zu antworten. Auf der anderen Seite aber, auch das darf man nicht übersehen, die Mehrzahl der britischen Truppen stand hinter der Hügelkette und war für die französische Artillerie überhaupt nicht zu erreichen. Jene Soldaten aber, die sich in den britischen Linien befinden, erleben ein regelrechtes Höllenfeuer. Die Kanonenkugeln waren für die dicht gedrängte, in Schlachtordnung aufgestellte Infanterie eine schreckliche Bedrohung. Denn wenn sie einmal abgefeuert waren, schlugen sie nicht einfach nur ein und blieben dann im Boden stecken, sondern sie sprangen wieder hoch, flogen weiter durch die Luft, schlugen wieder ein, sprangen dann weiter. Und auf diese Weise haben sie eine blutige Bahn in die aufgestellte Infanterie gerissen. Bittere Schläge, Gentlemen. Ganz recht, Sir. Wir werden sehen, wer erfolgreicher ist. Rund 15 Kilometer entfernt sammeln sich die Preußen unter Generalfeldmarschall Blücher. Zuvor waren sie von den Franzosen bei Ligny geschlagen worden. Doch anstatt aufzugeben und sich in Richtung Heimat zurückzuziehen, befiehlt Blücher einen Gewaltmarsch nach Belgien. Blücher, von seinen Bewunderern auch Marschall Vorwärts genannt, will unter allen Umständen sein Wort halten und Wellington zu Hilfe kommen. Napoleon hat sich also verschätzt. Die Preußen geben sich nicht geschlagen. Unterdessen stehen Blüchers Verbündete weiter unter schwerem Beschuss. Rund 500 britische Soldaten sterben allein im Kugelhagel der französischen Artillerie. Als das Artilleriefeuer eingestellt wird, können die Briten und Niederländer endlich aufatmen. Aber Napoleon plant bereits den nächsten Schritt. Greifen Sie das Zentrum an. Das ist der Schlüssel zum Sieg. Wellingtons Armee soll in zwei Hälften gespalten werden. Ohne Deckung marschieren die Soldaten über das offene Gelände direkt auf den Feind zu. Die damalige Infanterie war fast ausschließlich mit Musketen ausgerüstet. Derartige Gewehre verfügen über glatte Läufe, was zur Folge hat, dass nur auf relativ kurzer Entfernung mit einiger Zielgenauigkeit geschossen werden kann. Dadurch war es möglich, über ein Schlachtfeld in geschlossener Formation zu ziehen, ohne größere Verluste zu erleiden. Andererseits war es aber auch nötig, dieses zu tun, weil man in die Nähe des Feindes kommen musste, um ihn überhaupt treffen zu können. Napoleon ist sich sicher, dass die britische Armee diesen Angriff nicht überstehen kann. Napoleon hatte keine besonders hohe Meinung von der britischen Armee, die ihm bei Waterloo gegenüberstand. Da war er sich mit Wellington durchaus einig. Napoleon dachte, dass die britische Armee nicht genügend von ihrer Sache überzeugt war, dass sie nicht die Moral, nicht die Kampfkraft haben würde, um einem entschiedenen Angriff standzuhalten. Die Franzosen rücken auf die englischen Linien in Marschkolonnen vor. Jede dieser Kolonnen besteht aus 3600 Mann. 150 Männer nebeneinander und 24 Marschreihen tief gestaffelt. Allein durch den Anblick dieser mächtigen Schlachtformation soll der Feind eingeschüchtert werden. Der französischen Kolonne steht die britische Linie gegenüber. Eine lange Reihe von Soldaten in zwei, manchmal drei Reihen hintereinander.
In einer Linienformation können alle Schusswaffen tatsächlich zum Tragen kommen. Im Vergleich dazu in der Kolonnenformation, die die Franzosen bei den meisten Angriffen bei Waterloo anwandten, sind die Soldaten in vielen Reihen hintereinander aufgestellt, sodass nur die vordersten Reihen tatsächlich ihre Schusswaffe gebrauchen können. Damit sind die Franzosen eindeutig im Nachteil. Und trotzdem schickt Napoleon seine Männer in dieser Formation in den Kampf. Waterloo ist der Versuch, eine Schlacht mit einem einzigen brutalen, massiven Frontalangriff zu entscheiden. Napoleon weiß, dass er keine Zeit hat, die alliierten Flanken zu umgehen. Napoleon braucht einen schnellen Sieg, ganz gleich wie hoch die Verluste sind. Er treibt seine Soldaten unerbittlich auf die britischen Linien zu. Dadurch, dass die britische Infanterie eben in einer Linie stand, hatte sie eine größere Feuerkraft als die französischen Kolonnen, die ja zum großen Teil auch hintereinander marschierten, sodass die Briten in der Lage waren, mit dieser größeren Feuerkraft den Gegner einfach zusammenzuschießen. Viele Franzosen überleben diese ersten Feuersalven nicht. Die Trefferquote der Briten ist hoch. Eine Schlacht ist immer in erster Linie eine Auseinandersetzung von Willen gegen Willen. Es geht immer um die Moral, es geht immer darum, wer bricht zuerst. Feuer! Und gegen Napoleons Annahme haben die britischen Linien bei Waterloo dem massiven Angriff der französischen Kolonnen in der Regel standgehalten. Die Briten halten nicht nur stand. Es gelingt ihnen sogar, die Franzosen zurückzudrängen. Ein klarer Erfolg. Nun, Sir, wir haben die Schlacht zu Bonaparte hinüberverlagert. Sie tun ja so, als sei die Schlacht schon geschlagen. Alles, was ich sehe, sind zwei aufgeriebene Reiterbrigaden und tausende toter Männer. Unsere Linien sind immer noch an gleicher Stelle. Wellington hat recht. Viele Soldaten sind verwundet oder tot. Das Schlachtfeld bietet einen grausigen Anblick. Beide Seiten sind enorm geschwächt. Wo stehen wir? Die Infanterie. Sie wurden zurückgeworfen. Zurückgeworfen? Weshalb? Weshalb? Das Zentrum. Das Zentrum ist der Schlüssel, Ney. Wellington wird bald einbrechen. Trotzdem können wir unsere Position dort nicht stabilisieren. Das Anwesen dort. Haben wir es eingenommen? Nein, Euer Exzellenz. Dann erobern Sie es. Koste es, was es wolle. Kommen Sie mir nicht zurück, bevor das... La Essente war eine Schlüsselstellung in diesem ganzen Gefecht. Auf dem Schlachtfeld spielte es eine zentrale Rolle und Napoleon wusste das. Mit der Einnahme von La Haye Sainte hätten sich ihm nämlich zwei Möglichkeiten eröffnet. Entweder der direkte Angriff auf den britischen linken Flügel, um denselben zu zerschlagen, oder ein Flankenangriff auf das britische Zentrum, um damit die Möglichkeit zu eröffnen, doch noch durch die Mitte durchzubrechen. Auch wenn die britischen Linien bislang standgehalten haben und die Franzosen zurückgedrängt wurden, Wellington weiß, seine Position ist geschwächt. Er kann jetzt nur abwarten, was Napoleon als nächstes unternimmt. Napoleon nutzt die Atempause. Er verstärkt seine Truppen so gut es geht. Er will das Ruder herumreißen und noch einmal an seine alten Erfolge anknüpfen, die ihn zu einem der größten Herrscher Europas gemacht haben. Er schickt seine Männer erneut in die Schlacht. Diesmal geht es um die Eroberung eines anderen, strategisch wichtigen Gehöfts. Das Farmhaus von La Haye Sainte, an der Straße nach Brüssel, direkt im Tal vor den britischen Stellungen gelegen, war zweifellos der Schlüssel zu Wellingtons Position. Solange dieses Farmhaus von britischer leichter Infanterie besetzt war, wirkte es wie ein Wellenbrecher, der die französische Angriffswelle in mehrere Teile teilte und damit ihre Kraft schwächte. Der Gutshof wird von einer deutschen Legion verteidigt. Sie steht im Dienst des englischen Königs. Die Deutschen waren 1805 nach England geflohen, als Napoleon ihr Land besetzte. Sie haben noch eine Rechnung mit ihm offen. Um 15.30 Uhr erteilt Napoleon den Befehl, La Haye Sainte zu erstürmen. Ney greift mit 2000 Soldaten an.
Den Franzosen stehen nur 450 Scharfschützen gegenüber. Doch die kleine Truppe hat einen großen Vorteil. Ihre Waffen. Anstelle von Musketen sind sie mit gezogenen Gewehren ausgerüstet. An der Innenseite der Läufe befinden sich spiralförmige Längsrillen, die das Projektil in Rotation versetzen. Die Flugbahn ist stabilisiert, Zielgenauigkeit und Reichweite erhöhen sich. Angespannt warten die Verteidiger auf den Angriff, der ihnen nun bevorsteht. Die Franzosen! Die Franzosen! Um La Haye Sainte entbrennt ein harter Kampf. Mehrfach stehen die Angreifer kurz davor, die Befestigungsanlage zu erstürmen. Doch immer wieder gelingt es den Verteidigern, die Franzosen zurückzuschlagen. Unzählige Soldaten Napoleons bezahlen den Angriff mit ihrem Leben. Auch die gegnerischen Truppen verlieren viele ihrer Männer. Aber sie haben gesiegt. Das Landgut bleibt in ihrer Hand. La Haye Sainte war weniger ein Farmhaus, es ist fast eine kleine Festung. Der französische Angriff war immer noch zahlenmäßig zu schwach. Auf der anderen Seite war die Stellung glänzend für die Verteidiger. Sie lagen in Deckung und sie besaßen gute Gewehre und konnten den Franzosen auf diese Weise unakzeptable Verluste zufügen. Die gute Ausbildung dieser Soldaten hat sich bezahlt gemacht. Allerdings haben sie nahezu ihre gesamte Munition verbraucht. La Haye Sainte ist nicht mehr sicher. Im Zentrum des Schlachtfeldes hat die französische Artillerie den Beschuss der britischen Linien wieder aufgenommen. Wellington erteilt den Befehl, hinter dem Hügel in Deckung zu gehen. Die Franzosen deuten diese Aktion völlig falsch. Ney glaubte, die Briten würden sich zurückziehen. Die britische Armee hatte zu diesem Zeitpunkt schon stundenlang dem französischen Artilleriefeuer standhalten müssen. Viele Soldaten waren gefallen. Die Moral der überlebenden Soldaten war kurz vor dem Brechen. Wellington befahl, dem größten Teil seiner Truppen sich hinter den Hügelkamm zurückzuziehen, um sie so den schlimmsten Folgen des französischen Artilleriefeuers zu entziehen, sie aus der Sicht der Franzosen zu bringen. Als Ney glaubte, dass die Briten geschlagen wären, dass sie auf dem Rückzug seien, dachte er, jetzt sei die Stunde gekommen, den Sieg auszunutzen, indem die Kavallerie die Verfolgung aufnimmt. Neys Entscheidung hat fatale Folgen. Ohne Napoleons Wissen befiehlt Ney einer Reiterbrigade den Angriff. Es wird eine ungeplante Attacke losgetreten, der sich spontan ein Großteil der Kavallerie anschließt. Rund 5000 Reiter starten gegen 16 Uhr ihren waghalsigen Angriff auf das Zentrum der Alliierten. Ein blutiges Schauspiel beginnt. Die britische Infanterie erwartet den Angriff in ihren Karrees und erwidert mit ihren Musketen das Feuer. Das Karree ist die effektivste Form, in der sich Infanterie gegen Kavallerie verteidigen kann. Ein Karree hat keine Flanken, hat keinen Rücken. In einem Karree können die Soldaten nach allen Seiten sich der Kavallerie erwehren und sind deswegen gegen jeden Angriff von der Flanke oder auf dem Rücken bestens geschützt. Die Karrees haben einen weiteren Vorteil, denn die Pferde scheuen vor dem spitzen Bajonettwald zurück, der sich ihnen entgegenstreckt. Als es der Kavallerie nicht gelingt, die Karrees zu durchbrechen, befiehlt Ney den Rückzug. Die Reiter formieren sich und greifen wieder an.
Auch die französische Artillerie nimmt die Carrés wieder unter Beschuss. Die französische Artillerie schießt in diese Carrés der eng zusammengeballten Männer hinein, tötet viele von ihnen. Dadurch bricht dann auch der Zusammenhalt der Carrés zusammen. Und das ist dann der Punkt, an dem die Kavallerie über die Carrés herfallen kann. Feuer! Eine Angriffswelle folgt der nächsten. Die Verluste sind hoch. Und trotzdem bleiben die Carrés bestehen. Die Carrés blieben stabil und brachen unter den Angriffswellen der Franzosen nicht zusammen. Doch sie zahlten einen schrecklich hohen Preis dafür. So hoch, dass Wellington bereits begann, nach einem Ausweg zu suchen. Er wusste, dass seine Armee nicht mehr lange durchhalten würde. Wellington wusste, dass die Lage äußerst gefährlich geworden war. Seine Infanterie hatte die ursprünglich vorgesehenen Verteidigungslinien oben auf dem Kamm der Hügelkette verlassen müssen und wurde nun in Carrés zusammengedrängt. Die französischen Angriffe drohten, seine Armee auszubluten. Obendrein bestand die Gefahr, dass die Armee auseinanderbrechen könnte. Noch mehr solche Angriffe und vor allen Dingen jetzt ein Großangriff der französischen Infanterie hätte die Schlacht zugunsten Napoleons entschieden. Ich glaube, wir haben sie zurückgeschlagen, Sir. Nein, Uxbridge, wir stehen vor einer Niederlage. Wir können keinem weiteren Angriff standhalten. Zwei Dinge können uns retten, die Nacht oder aber die Preußen. Ein erneuter Zusammenstoß der Truppen steht bevor. Noch einmal mobilisiert Napoleon alle Kräfte. Die Schlacht von Waterloo ist noch nicht geschlagen. Sein Gegner führt jetzt ein hinterhältiges Manöver durch, das die Franzosen aus der Bahn werfen soll. Die Schlacht von Waterloo befindet sich in einer Pattsituation. Beide Seiten mussten den eigenmächtigen Kavallerieangriff von Marschall Ney mit hohen Verlusten bezahlen. Eine ordentliche Kavallerieeinheit steht Napoleon nun nicht mehr zur Verfügung. Wellington steht kurz vor der Niederlage, Euer Exzellenz. Wir müssen nur noch einen großen Schlag führen. Einen großen Schlag? Aber womit? Ihr habt meine Kavallerie vernichtet, ihr habt meine Armee fast aufgerieben. Ney war jemand, der auf eine Kommandoposition gekommen war, die seine Fähigkeiten überstieg. Napoleon wusste zweifellos um die Beschränkungen, denen Ney unterworfen war. Nur Napoleon hatte im Jahr 1815 nicht mehr die Wahl, sich die besten Truppenführer auszusuchen. Trotz der hohen Verluste glaubt Napoleon noch immer an den Sieg. Napoleon war schon öfter in der Situation gewesen, dass eine Schlacht für alle Beteiligten so gut wie verloren schien. Er hatte es trotzdem schon früher geschafft, eine Schlacht von diesem Tiefpunkt heraus noch herumzureißen und in einen Sieg zu verwandeln. Napoleon sieht den Schlüssel zum Erfolg nach wie vor in der Eroberung von La Haye Sainte. Um 18 Uhr befiehlt er Ney, ein weiteres Mal die Stellung zu stürmen. Zuvor hatten die dort postierten Scharfschützen die französische Infanterie zurückschlagen können. Doch jetzt gibt es kaum noch Munition. Die Verteidiger von La Haye Sainte waren von der britischen Linie so gut wie abgeschnitten. Es war schwierig, das Chateau zu verstärken. Es war schwierig, Munition dort hinunterzubringen. Wenn La Haye Sainte zwei oder drei Stunden früher gefallen wäre, hätte er sich zurückziehen müssen. Die französischen Angreifer haben nun leichtes Spiel. Die Soldaten im Innern der Festung leisten kaum noch Widerstand. Als ihnen schließlich die Munition ausging, mussten sie der französischen Übermacht nachgeben und das Landgut räumen. Insgesamt haben etwa 800 Mann im Laufe des Tages das Landgut verteidigt. Von diesen sind 350 bis 400 gefallen. Wir haben das Landgut verloren, Uxbridge. Und wir sind die Nächsten. Schicken Sie Reiter, um Blücher zu finden. Sagen Sie ihm, die Schlacht ist verloren, wenn er nicht unverzüglich eintrifft. Unverzüglich.
Am frühen Abend nähert sich eine Armee dem Schlachtfeld. Napoleon hofft, dass es sich um seine eigenen Truppen handelt. Wellington setzt dagegen auf die lang ersehnte Unterstützung durch die Preußen. Beide Seiten wissen, der Sieg in der Schlacht von Waterloo hängt jetzt davon ab, ob die herannahenden Einheiten Freund oder Feind sind. Ein Bote bringt die erlösende Nachricht für Wellington. Es sind die Preußen. Sind sie Preuße? Ja. Blüchers Truppen sind eingetroffen. Nachdem die britische Armee massive Verluste erlitten hatte, kam am Abend endlich die Wende. Die preußische Armee erreichte von Osten her das Schlachtfeld und erlöste Wellington aus seiner Misere. Durch das Eintreffen des Groß der preußischen Armee war Wellingtons Plan aufgegangen. Die Schlacht war hiermit entschieden, denn nun konnten die Preußen den Franzosen in die Flanke fallen und damit das Kriegsglück zugunsten der Alliierten wenden. Napoleon will die neue Bedrohung nicht wahrhaben. Auch seine Männer sollen nichts davon erfahren. Was sollen wir tun? Sagt den Leuten, dass unsere Truppen zur Hilfe kommen. Aber Euer Exzellenz, das sind nicht... Geben Sie Meldung an jede Einheit. Sagt es ihnen, wir müssen die Kampfmoral hochhalten. Außerdem haben wir immer noch die Garde. Die Garde war die Eliteformation der französischen Armee. Sie bestand aus besonders ausgewählten, besonders erfahrenen Soldaten, die enorme Privilegien genossen, bessere Bezahlung, bessere Ausrüstung hatten, immer als Erste zu essen und zu trinken bekamen. Die alte Garde wiederum war die Elite der Elite. Es waren die ältesten, die erfahrensten Soldaten. Niemand kam in die alte Garde, der nicht an mehreren Feldzügen teilgenommen hatte, der nicht mindestens 10 Jahre bei den Fahnen gestanden hatte. Die alte Garde waren die besten Soldaten Europas. Napoleon weiß, dass Wellingtons Linien geschwächt sind. Doch ihm ist auch klar, dass sie spätestens jetzt unbedingt zerstört werden müssen. Die Zeit drängt. Die preußischen Truppen sind schon bedrohlich nahe. In seiner alten Garde sieht der Feldherr die letzte Chance, die Schlacht zu seinen Gunsten zu wenden. Die alte Garde ist im Feld nie geschlagen worden. Das liegt aber hauptsächlich daran, dass sie im Feld nie eingesetzt wurde. Napoleon neigte dazu, sich seine Veteranen, seine Elitesoldaten als Trumpfkarte in der Hinterhand zu behalten. Die Gardisten hatten deswegen den Spitznamen die Unsterblichen. Wellington erteilt einen ungewöhnlichen Befehl. Seine Männer sollen sich hinter den Hügelkamm legen. Die Kanonen werden mit doppelten Kartätschladungen befüllt. Kartätschen sind Behälter, die kleine Musketenkugeln enthalten. Das ist eine Artilleriemunition, die eine Art Schrotschusseffekt erzeugt. Kartätschladungen sind deswegen besonders effektiv gegen Infanterie auf Kurzentfernungen. Feuer! Stunden nach Beginn der Schlacht geht der tödliche Kampf unerbittlich weiter. Attacke! Attacke! Anlegen! Feuer! Die Franzosen kämpfen nun mehr denn je gegen die Zeit. Denn die Preußen rücken immer näher. Ein Sturmangriff der alten Garde ist nicht nur Napoleons letzte Hoffnung. Auch die Truppen sehen darin ihre einzige Chance, den Gegner noch zu schlagen. Unaufhaltsam marschiert die Eliteeinheit in ihr Verderben. Der letzte große Angriff, den Napoleon jetzt befahl, war eigentlich nur noch ein Verzweiflungsschritt. Obwohl sie von den Briten unter Beschuss genommen werden, weichen die französischen Truppen nicht zurück. Unbeirrt rücken sie weiter nach vorn, direkt auf den Hügelkamm zu. Jetzt, Maitland! Der Überraschungsangriff versetzt den Franzosen den Todesstoß. Ein Fünftel der französischen Truppe erliegt der ersten britischen Salve. Die Angreifer waren in eine Falle gelaufen. Der überraschende Feuerüberfall hatte eine verheerende Wirkung.
Nun war die Gelegenheit gekommen, für die Briten zum Gegenangriff überzugehen. Wellington treibt seine Soldaten voran. Die gesamte Armee marschiert jetzt nach vorn. Für König und Vaterland! Ein Großteil der Garde hält die Position. Doch ein Teil der französischen Eliteformation macht etwas, was bis dahin unvorstellbar war. Die Soldaten drehen um und laufen davon. Der Rückzug der alten Garde war gleichbedeutend mit der endgültigen Niederlage für Napoleon. Hinzu kam aber die furchtbare moralische Wirkung, denn es handelte sich um die Elite der Elite. Die Auswirkungen auf den Rest der französischen Armee waren verheerend. Bald folgen große Teile der Armee. Innerhalb weniger Minuten befindet sich Napoleons gesamte Streitmacht auf dem Rückzug. Nachdem der Angriff der alten Garde abgeschlagen worden war, war die Schlacht für Napoleon auch gelaufen. Napoleon musste jetzt mit ansehen, wie seine ruhmreiche Armee auseinanderbrach. Tausende von Soldaten, zum Teil in panikartiger Flucht, Chaos auf dem Schlachtfeld, nur noch einige wenige Regimenter, die standhielten. Für Napoleon brach eine Welt auseinander. Euer Exzellenz! Erteilen Sie der Artillerie Befehl, das Feuer zu eröffnen. Aber Exzellenz! Befehl erteilen! Befehl erteilen! Napoleons letzter Befehl zeigt keine Wirkung mehr. Die Schlacht ist endgültig verloren. Die Franzosen fliehen im Kugelhagel. Napoleon hat alles auf eine Karte gesetzt und verloren. Wohin gehen wir, Euer Exzellenz? Nach Paris. Alles Weitere liegt in Gottes Hand. Der Sieg der Alliierten fordert einen immens hohen Preis. Am Ende des Tages sind 40.000 Mann und auch 10.000 Pferde tot. Napoleon hat einmal am Ende einer Schlacht geäußert, das Feld der Ehre ist niemals ein schöner Anblick. Napoleon schickte Zehntausende von Menschen, ohne mit einer Wimper zu zucken, in den Tod. Einer der widersprüchlichsten großen Männer aller Zeiten. Am Ende entscheidet nicht nur die Kampfkraft, sondern vor allem die Moral über den Ausgang der Schlacht. Die britische Armee hat die Schlacht moralisch ausgehalten, obwohl sie in einer ungünstigen Situation war. Die französische Armee hat es am Schluss moralisch nicht ausgehalten und ist zusammengebrochen. Eine ganze Epoche ging zu Ende, nämlich die Epoche, die begonnen hatte mit der Französischen Revolution, den großen Koalitionskriegen seit 1792, dann der Machtübernahme Napoleons und den großen Kriegszügen von Napoleon quer durch Europa. Alles dieses war nun beendet. Marschall Michel Ney wird im Auftrag des wiedereingesetzten Königs gefangen genommen. Er wird wegen Hochverrats angeklagt und exekutiert. Blücher setzt sich nach Waterloo zur Ruhe und lebt noch 4 weitere Jahre in dem freudigen Bewusstsein, dass er die Herrschaft seines verhassten Feindes beendet hat. Wellington wird zu einem der populärsten und mächtigsten Männer Englands. Nach seinem Sieg bei Waterloo steigt er bis zum Premierminister auf. Napoleon ergibt sich den Briten. Er hofft, als Gast des britischen Volkes den Rest seiner Tage verbringen zu können. Doch die Alliierten verbannen ihn erneut. Gemeinsam mit 11 freiwilligen Getreuen wird er auf die im Südatlantik gelegene Felseninsel St. Helena gebracht. Er versucht erneut zu entkommen. Aber dieses Mal scheitert er. Am 5. Mai 1821 stirbt Napoleon an dem Ort seiner Verbannung. Napoleon?
Napoleon gewann insgesamt mehr Schlachten als Alexander der Große, Friedrich der Große, Hannibal und Caesar zusammen. Aber dennoch kennen wir ihn hauptsächlich wegen seines Scheiterns bei Waterloo. Welch eine Tragödie. Die Schlacht von Waterloo ist das Ende einer 22-jährigen Kriegsphase in Europa, einer Zeit, in der Millionen von Menschen gestorben sind und der Übergang zu einer neuen Friedensordnung, die beinahe 100 Jahre halten sollte. Am Abend des 18. Juni 1815 treffen sich Feldmarschall Blücher und der Herzog von Wellington in jenem Gasthaus, das Napoleon zu seinem Hauptquartier gemacht hatte. Gemeinsam stoßen sie auf Napoleons Niederlage bei Waterloo an. Mit Waterloo wurde das Schicksal Europas für das ganze 19. Jahrhundert entschieden. Frankreich hatte während der Revolution und während der großen Kriege um 1800 die Idee der Nation in Europa verbreitet. Nun aber entstanden neue Nationen, neue Nationalismen und damit begann im eigentlichen Sinne das 19. Jahrhundert.